Die Berufsbildung vermittelt 2/3 der Jugendlichen in der Schweiz eine solide berufliche Grundlage. Sie ist Basis für lebenslanges Lernen und eröffnet vielfältige Berufsperspektiven. Dies ist Ben. Noch kann er sich nicht für einen Beruf entscheiden. Im Gegensatz zu Lelo Yadesa, die Polymechanikerin lernt. Oder Monika Neff, die sich an einer höheren Fachschule in Banking and Finance weiterbildet. Ein paar Karriereschritte weiter ist David Cretnon. Er ist gelernter Chemielaborant mit Doktortitel und hat ein eigenes Start-up-Unternehmen gegründet. Oder Peter Odermatt. Er startete mit einer beruflichen Grundbildung als Koch und ist heute CEO einer international tätigen Firma. Markenzeichen und Stärke des Schweizer Berufsbildungssystems ist der direkte Bezug zur Arbeitswelt. Dies widerspiegeln auch die 3 Lernorte: der Betrieb, die Berufsfachschule und die überbetrieblichen Kurse. Im Betrieb vermitteln erfahrene Fachleute den Lernenden praktische Fähigkeiten. Die Lernenden sind vertraglich in die Produktions- und Dienstleistungsprozesse eingebunden und erhalten Lohn. Sie machen sich mit dem Berufsalltag vertraut und leisten einen selbstständigen Beitrag zur Produktivität der Unternehmen. Die schulische Bildung besteht aus Berufskunde und allgemeinbildendem Unterricht. Leistungsstarke Jugendliche können parallel dazu die Berufsmaturität absolvieren. Überbetriebliche Kurse ergänzen die Ausbildung im Betrieb und in der Berufsfachschule. Hier erwerben die Lernenden weitere praktische und theoretische Fähigkeiten. Berufsbildung ist eine partnerschaftliche Verbundaufgabe von Bund, Kantonen und den Organisationen der Arbeitswelt als Akteure der Wirtschaft. Gemeinsam engagieren sie sich für eine qualitativ hochstehende Berufsbildung und für ein ausreichendes Lehrstellen- und Bildungsangebot. Die Wirtschaft definiert Lerninhalte und Abschlussqualifikationen. Diese Kompetenzen vermitteln die Unternehmen in der Praxis. Bund und Kantone definieren die Rahmenbedingungen der Berufsbildung, setzen gesetzliche Bestimmungen um und üben die Aufsicht aus. Durch den direkten Bezug von Berufsbildung und Arbeitswelt weist die Schweiz im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bei Jugendlichen eine der tiefsten Arbeitslosigkeitsquoten auf. Die Berufswahl ist für die Jugendlichen ein wichtiger Schritt ins Erwerbsleben. Berufsberatungsstellen begleiten sie dabei. Neben den Interessen der Jugendlichen beeinflussen weitere Faktoren den Lehrstellenmarkt. Das Lehrstellenangebot widerspiegelt die längerfristigen Bedürfnisse des Arbeitsmarktes. In der Schweiz bilden rund 30% der in Frage kommenden Unternehmen Lernende aus. Diese Investition lohnt sich und sichert den beruflichen Nachwuchs. Weiter beeinflussen konjunkturelle Schwankungen und die demografische Entwicklung den Lehrstellenmarkt. Die Berufsbildung ist Teil des Bildungssystems. Sie ist auf der sogenannten Sekundarstufe 2 und im tertiären Bildungsbereich angesiedelt. Sie baut auf klar definierten Bildungsangeboten und nationalen Qualifikationsverfahren auf und ist von einer hohen Durchlässigkeit geprägt. Die Berufsmaturität öffnet die Türe zu den Hochschulen. Die höhere Berufsbildung vermittelt spezifische Berufsqualifikationen und bereitet auf Führungs- und Fachfunktionen vor. Jugendlichen, denen der Einstieg in eine berufliche Grundbildung nicht auf Anhieb gelingt, steht ein bewährtes Unterstützungsinstrumentarium zur Verfügung. Dazu gehören etwa Brückenangebote, Coaching- oder Mentoringprogramme. Die Berufsbildung ermöglicht Jugendlichen den Einstieg in die Arbeitswelt und sorgt für Nachwuchs an qualifizierten Fach- und Führungskräften. Sie ist arbeitsmarktbezogen und Teil des Bildungssystems.